Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir Game Dev Tycoon. Viel Spaß! Willkommen zu Game Dev Tycoon. In dieser Wirtschaftssimulation machst du eine Zeitreise zu den Anfängen der Computerrevolution, um dein eigenes Spielentwicklungsunternehmen zu gründen. In den nächsten 35 Jahren kannst du dein Traumunternehmen aufbauen, Bestseller-Spiele entwickeln, Fans gewinnen und Marktführer werden. Ja, und damit nochmal ein herzlich willkommen von mir. Ich bin heute Game Dev Tycoon, ein Spiel, in dem man, ja, sozusagen Spiele programmiert. Also, man programmiert da jetzt nicht tatsächlich. Es ist halt ein Tycoon-Game, Leute. Da wird alles automatisch für einen gemacht. Also ja, da muss man nur so ein bisschen was machen, so Name, Genre, Spiels machen und so. Kann neue Sachen erforschen, auswählen, auf welche Konsole, welches Gerät das kommt. Das ist eigentlich ganz cool. Bevor du dein Abenteuer beginnen kannst, musst du deiner zukünftigen Firma einen Namen geben. Wie sehe ich denn erstmal aus? Das ist ja erstmal das Wichtigste. Ja, blond. Und ja, das sieht ganz gemütlich aus. So, wir sind Raxo Evolution. Und ich heiße Raxo. Perfekt. Hinweis aktivieren. Du hast das Spiel bereits... Da du das Spiel bereits gespielt hast, hast du dich dazu entschieden, alle bisher erhaltenen Hinweise in dieses Spiel neu zu übernehmen. Willst du alle vorher erhaltenen Hinweise in dieses Spiel übernehmen? Keine Ahnung. So Leute, jetzt müssen wir hier einfach, können wir einfach mit einem Linksklick irgendwo hinklicken und erstmal ein neues Spiel entwickeln. So, warte, was haben wir denn für Themen? Virtuelles Haustier, Mittelalter, Mystery oder Dystopie? Virtuelles Haustier. Alter, das sind die Zeopets. Alter, obwohl Neopets sind natürlich auch nicht so alt. Was ist das denn? Ist das eine Simulation? Schon irgendwie, ne? Plattform. Ja, nehmen wir mal den G64, warum auch nicht? Alter. 2D-Grafik auf jeden Fall. Denn unser Spiel soll ja gut sein, auch wenn es ein bisschen teuer wird. So, und jetzt müssen wir hier gucken. Story und Quests auch. Die Engine ist nicht so wichtig bei Haustieren, aber schon ein bisschen. Die Tiere sollen ja süß aussehen. So, und jetzt kriegen wir halt hier verschiedene Punkte, auch Forschungspunkte, die wir dann irgendwann in Forschung investieren können. Design und Technologie sind halt die Punkte, wie gut das Spiel ist. Bugs kriegen wir auch, aber können wir so am Ende noch ein bisschen warten, damit die gefixt werden. So, künstliche Intelligenz ist natürlich sehr wichtig. Level Design, ja, Dialoge dann eher. So, all mit diesem Computer, ne? Wir kriegen auch irgendwann ein neues Büro. Sekunde, ist das ein DeLorean? Lol. Geil. Sound ist auch wichtig. Spielweltdesign an sich, ja. So, das ist jetzt die letzte Entwicklungsphase gewesen. Und Leute, jetzt können wir das Spiel rein theoretisch fertigstellen. Aber ich will erstmal, dass die Bugs weg sind. Perfekt. Wir haben sogar noch einen Technologiepunkt bekommen. So, und das sind unsere ganzen Level. Und wir können es auch selbst aufleveln, kriegen dann natürlich auch irgendwann, ja, neue Mitarbeiter. Das wird nice, Leute. Und wir haben echt nur noch 19.000. Wir haben erste Bewertungen für unser Spiel Zeopets erhalten. So, und jetzt sind halt so Bewertungen von 1 bis 10. Erfüllt die Erwartungen nicht ganz, oh nein. Und dann können wir auch einen Spielbericht erstellen. Ich mag es, dann gibt keine 3 Sterne. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Vielen Dank dafür. Zeigt Potenzial. Finde ich toll. Raxo Evolution, ein Newcomer in der Spielbranche, hat kürzlich sein erstes Spiel Zeopets herausgebracht. Das Spiel hat durchschnittliche Bewertungen bekommen. Wir sind gespannt, was Raxo Evolution in Zukunft veröffentlichen wird. Komm, 2,5 Sterne sind keine durchschnittliche Bewertung. Durchschnittliche Bewertungen sind irgendwie 3 Sterne. Oh, 2100 Einheiten in der ersten Woche. Zeopets war so erfolgreich, dass wir nur 12 Fans haben. Vielen Dank dafür. Ja, da oben stehen dann die Fans. Da ist unser Geld, was wir machen. Wie gesagt, Leute, es ist ein Tycoon-Spiel. Da muss man nicht viel selbst machen. Ja, falls euch das Video gefällt, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Dann weiß ich, dass ich eventuell mehr davon machen kann. Mir macht auf jeden Fall Spaß, das Game. Ich habe das irgendwie vor 2 Jahren, glaube ich, gekauft. Da war es noch im Early Access. Mittlerweile hat es, soweit ich weiß, auch Updates bekommen, damit das Spiel ein bisschen interessanter und länger ist. Es ist das erste Spiel, das ich mir jemals auf Steam geholt habe. Da war ich stolz drauf, Leute. Dann habe ich zur Gamer-Community gehört. Damals, in den guten alten Zeiten. Und jetzt kommt ein Virus und tötet uns alle. Spaß.
Unsere Analyse, bla bla bla. Virtuelles Haustier und Simulation ist eine großartige Kombination. Gut Deutsch. Spielbasisdesign scheint für diese Art von Spiel nicht sehr wichtig zu sein. Ach so, okay. Ja, dann machen wir direkt mal ein neues Spiel. Obwohl, ich glaube, wir sollten erstmal in Forschung investieren. Neues Thema. Landwirtschaft, Extremsport. Militär, Okay, Militär könnte natürlich hier... Es sind einige erfolgreiche Spiele bei rumgekommen, auf jeden Fall. Psychopass wurde vom Markt genommen. Wir haben aber mit dem Spiel ordentlich Minus gemacht. Schon heftig, dass sich so ein Programmierer so mehrere Zehntausende einfach nur so in sein erstes Spiel investiert. Ja, G65 ist besser. Experten schätzen, dass dies rivalisierende Hardwarehersteller sein könnte. Ja. So, Militär. Haben wir direkt World of Stanks? Geht das? Ist das okay? So, das ist natürlich Action. Plattform. Ja, G64. Ja, 2D-Grafik. Oh Gott, ein 2D World of Tanks einfach. Engine ist natürlich auch sehr wichtig. Story und Quests eher weniger. Obwohl, in einem Militärspiel eigentlich schon. Wenn es ein Kriegsspiel ist, da brauchst du schon ordentlich Story und Quests. Level-Design, künstliche Intelligenz auch, definitiv. Oh, wir haben nur noch 11.000 Leute, wir stehen kurz vorm Bankrott. Das wird schwierig, Leute. Wir sind im Minus. Mach schnell. Nein. Wir haben keinen guten Start hingelegt, Leute. Gerüchten zufolge plant die japanische Firma, den Vento eine eigene Heimkonsole auf den Markt zu bringen. Ach, die Namen hier sind echt toll. So, jetzt mach schnell. So, komm. Das Spiel wird toll. Mach. Dein Konto ist im roten Bereich. Was? So, komm, schnell. Also, wenn ich minus 50.000 habe, dann bin ich am Arsch. Komischerweise kann ich trotzdem immer noch Geld ausgeben, wenn ich im Minusbereich bin. Ich bin dann halt nur in Gefahr. So, komm. Bewertungen. World of Stanks. Es ist in Ordnung. Hat seine Momente. Vielen Dank, Star Games. Vielen Dank für Ihre Bewertung. Macht teilweise Spaß. Könnte besser sein. Game Hero. Okay. Vielen Dank, All Games. Diese Bewertung habe ich jetzt echt gebraucht. Ja, okay. Unser erstes Spiel war ein bisschen besser. Obwohl, wir werden schon ordentlich Einheiten von verkauft. Aber war noch kein einziges Mal in den Spieletrends. So, mache ich mal einen Spielbericht. Invento, ja, die machen eine Konsole. Die ist mir bewusst. Oh, wir haben aber ordentlich Plus mit diesem Ding gemacht. So. Militär und Action ist eine großartige Kombination. Gameplay stand da wichtig zu sein. Sound ist wichtig. Plattformgenre, ja, ist gut. So, dann machen wir direkt mal ein neues Spiel. Mittelalter. Mystery, ne, wir machen... Hallo! Nee, warte. Ich will jetzt so eine Nachmache von Hello Neighbor machen. Was kann man denn da als witzigen Titel nehmen? Ich sag einfach Hallo Nachbar. Mystery. Ja, das ist Strategie auf jeden Fall, oder? Wohl so Rollenspiel würde zu Mystery, glaube ich, auch gut passen. Ja, ich mach schon ein Rollenspiel. Action ist sehr gut für den G64. Okay. Machen wir trotzdem mal weiter. Schöne 2D-Grafik und wir haben wieder nur 11.000. Menno. Story und Quests, Gameplay und Engine auch nicht. Leute, wir werden so viel Minus machen.
Wall of Stanks, 10.000 verkaufte Stück, habe ich einen Firmenrekord mit erstellt. Ist jetzt auch nicht unbedingt schwierig, einen Firmenrekord zu erstellen. Level Design, Dialoge vielleicht auch ein bisschen mehr. Machen nicht so viele Bugs. Wir haben schon 5 Stück. Hi, ich bin Caroline Rüscher von den lokalen Nachrichten. Was? Ich habe Gerüchte gehört, dass Sie bereits an einem neuen Spiel arbeiten und würde gerne ein Interview darüber machen. Haben Sie etwas Zeit für mich? Ja, sicher. Super, vielen Dank für Ihre Zeit. Was? Achso, das Interview wird bald veröffentlicht. Was habe ich denn gesagt? Hä? Raxo Evolution. Achso, das sind die lokalen Nachrichten. Also, Raxo Evolution hat ein Startup-Unternehmen aus unserer Region. Was ist denn mit mir los? Normalerweise kann ich ganz okay lesen. Raxo Evolution, ein Startup-Unternehmen aus unserer Region, versucht gerade in der Spielebranche ganz groß rauszukommen. Das versuche ich gar nicht. Das Unternehmen hat bereits 2 Spiele veröffentlicht, heftig, und arbeitet gerade sehr intensiv am nächsten. Ich bin alleine. Raxo hat das Unternehmen gegründet und verriet in einem Interview, dass es ein Mystery-Rollenspiel wird. Wow. Mann, was war das denn für ein Interview? Grafik, Spielbettdesign, jo. Hype? Hyper. Alter. Wieso habe ich Hype? Ach so, wegen dem Interview habe ich jetzt Hype auf das Spiel. Das ist ja nice. Also wird das wahrscheinlich ein bisschen erfolgreicher. Ey, du hast wieder 2 Bugs. Mach die weg. Junge. 400. Neues Thema, neue Kombination. Künstliche Intelligenz, Levelaufstieg. Perfekt. So, komm, wir haben schon 104 Fans und wir sind wieder im Minus. So, komm, hallo Nachbar, du musst jetzt... Oh, fuck. Ach, Mann. Wieso kann ich nicht mal so einen richtigen Brenner haben? Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Vielen Dank, Informed Gamer. Macht teilweise Spaß. Ist eine Beleidigung. Ich mag es. Dann gibt nicht nur 3 Sterne. Schließen. Ich will Geld machen. Heute wurde die neue Plattform TES von Nintendo veröffentlicht. Von Invento meine ich natürlich. Entschuldigung. Wow, ich glaube, das könnte ein Firmenrekord werden. Auftragsarbeit? Hi, ich habe gerade Hallo Nachbar durchgespielt und ich bin von Ihrem Talent beeindruckt. Ich bin in der Auftragsvermittlung tätig und wir könnten Ihre Fähigkeiten gut gebrauchen. Wenn Sie jemals knapp bei Kasse sind, geben Sie mir Bescheid und ich schaue, ob ich ein paar Aufträge für Sie an Land ziehen kann. Jason, vielen Dank, Jason. Aber ich brauche Sie nicht. Haha. So, dann mach mal einen Hallo Nachbar-Spielbericht. Ja, Leute, das könnte wirklich, das wird ein Firmenrekord, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. So viele Einheiten haben wir noch nie verkauft. So, Spielbericht, bitte. Mystery Rollenspiel ist eine großartige Kombination, wusste ich. Level Design ist wichtig. Okay. Dann würde ich mal sagen, eine Spielengine. Nice. Obwohl, das ist jetzt erstmal noch nicht so wichtig. Ja, würde ich mal sagen, machen wir. Wir machen einfach jedes Jahr so einen Landwirtschaftssimulator. Komm, lass machen. Das wäre geil, Alter. Wir haben jetzt schon fast 13.000 Einheiten verkauft, Alter. Forschung beendet. Yay, ich habe das neue Thema erforscht. Dann mache ich direkt mal den Landwirtschaftssimulator 2. Obwohl es der erste ist, lol. Genre. Ist das eine Simulation, oder? Plattform. Oh, ich habe nicht genug dafür. 2D-Grafik. Story und Quest, ein Gameplay. Engine ist auch relativ wichtig. Denn der Landwirtschaftssimulator muss ja gut aussehen, obwohl er nicht gut aussieht. Das Spiel sieht eigentlich total lame aus, aber egal. Und 3 Bugs allein in der ersten Phase. Dialoge, nein. Level Design ist am wichtigsten. Ich finde es aber cool, wie dieses Spiel hier programmiert wurde. Einfach, dass man da, dass so verschiedene Sachen für verschiedene Spielarten wichtig sind. Grafik ist wichtig, Spielbilddesign auch, aber Sound eher. Ja, eigentlich überhaupt nicht. Sound juckt keinen. Obwohl, Sound ist schon wichtig allgemein für jedes Game. Dann würde ich jetzt so ein Game ohne Sound haben, wäre es auch komisch. Und du musst deinen Mähdrescher ja auch hören können, ne? 7 Bucks. Ist aber schnell. So, perfekt. 5.000. Oh, 2 neue Rekorde.
Und sehr viele Levelaufstiege. So, komm, das Spiel muss jetzt gut sein. Das Spiel wird ein Brenner, bitte. Bitte, Landwirtschaftssimulator, enttäusch mich nicht. Ach, Menno. Simulationsspiele funktionieren gut auf G64. Okay. Hat seine Momente. Zeigt Potenzial. Ach, Menno, Leute. Ich wollte doch nur Geld. Ja, okay, Leute, das war's denn jetzt auch schon für diese Folge, würde ich sagen. Wir stellen einfach nochmal einen Spielbericht und gucken uns den an. Hinterlasst auf jeden Fall auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt. Gebt natürlich auch gerne einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Aber ja, schreibt mir auch bitte wenigstens in die Kommentare, was ich denn falsch gemacht habe. Denn so ein einzelner Dislike bringt mir nicht viel, Leute. Landwirtschaft und Simulation ist eine großartige Kombination. Dialoge scheint nicht wichtig zu sein. Ach, echt. Ja, okay, die Plattformübereinstimmung ist gut. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, Leute.